Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep. Ja, Final Mix. Wollte schon wieder vollkommen anderes sagen. Das passiert in letzter Zeit oft, habe ich so ein Gefühl. Ja, in der letzten Folge haben wir den Zwergenwald betreten und haben ein paar sehr unhöfliche Zwerge getroffen, die uns voll unhöflich behandeln, obwohl wir nichts Falsches getan haben. Ich hasse sie so sehr. Und ja. Wir sind auf der Suche nach Terra. Ich will mit denen gar nicht reden. Oh, hier ist noch eine Truhe. Hallo. Und ja, Schneewittchen soll... Oh, geil. Schneewittchen soll Terra gesehen haben anscheinend. Ich will gar nicht mit denen reden. Außer mit Zeppel, das ist korrekt. Und ja, der soll irgendwo da im Wald sein. Und wir machen uns jetzt auf und suchen den. Ist da noch irgendwas? Habe ich da schon alles gesammelt? Übrigens, ich habe offscreen mal so ein bisschen gelevelt. So bis Level 3. Ich habe einmal Abwehr und einmal Angriffskraft bekommen. So gut, dabei halt nicht offscreen gemacht haben, weil jeder hat irgendwie nur so einen Erfahrungspunkt oder so gegeben. Das hat ein bisschen gedauert. Und ja, wir gehen dann jetzt auf hier in den dunklen Wald und machen uns auf, was auch immer hier passieren wird. Zum Beispiel ein Bosskampf. Wow, ich hatte recht. Mein Fernseher fehlt irgendwie ein bisschen von der untersten Hälfte des Bildschirms, aber Aufnahmen müsste halt alles korrekt sein. Wenn mir jetzt euch der Part gefällt, könnt ihr meinen Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen. Das wäre mich sehr freuen. Dankeschön. Ah, außerdem, falls ich ein bisschen heiser klinge, dann entschuldige ich mich. Ich habe gerade 7 Parts aufgenommen. 3 Parts Fallout und oh Gott. 4 Parts DragonWorks Xenoverse 2. Also könnte ich jetzt ein bisschen heiser klingen, dann tut es mir leid. Ja, das fängt gut an. Und das Gift macht mich fertig. Und habe ich einen Heiltrank ausgerüstet. So, komm. Feuer gegen Pflanzen, das ist doch sehr gut. Deswegen habe ich auch... Oh, du. Ich habe Ass Velocitat. Sehr gut. Und ja, das wird mir oft passieren, habe ich das Gefühl. Ich wollte gar nicht den Heiltrank einsetzen. Lass uns mal da passieren. Weil meine Heilung ist, sondern ein Heiltrank. Au. Aber der erste Boss ist kein Problem. Leg wohl daran, weil ich ein bisschen gelevelt habe. Die machen wir hier mit fertig. Komm. Wow. Deckgröße gestiegen und Feuerbrunst erlernt. Sehr gut. Es fehlt mir so ein bisschen an Angriffen, deswegen. Das hat sehr kurz gedauert. Ich weiß gar nicht, wie lange das Projekt sein wird. Es kommt mir doch so schnell vor, hier gerade, wie alles abläuft. Er ist nicht hier. Oh, eine gruselige alte Frau, reden wir mit ihr. Excuse me, ma'am. You dropped this. Oh, I thank you, my pet. To tell the truth, I really don't know what I would have done without that. Haven't I seen that sword before? Terra has one. You know Terra? Oh, yes, yes. That ruffian pointed one of those at me asking about some Xehanort. My poor heart nearly stopped. That doesn't sound like him at all. Ma'am, where did Terra go? I'm sure I have no idea. Must you all menace a poor granny so? What? No, I was just... Was soll er? Terra, what did you do? Warum tun mich ja alle irgendwie beschuldigen? Ich habe doch gar nichts gemacht. Kannst du Schneewittchen einen Dimensionslink herstellen? Und ich habe den Schatzsucher bekommen. Attacke und Magie werden, aber geringe Reichweite. Boah. Okay, das war's für diese Welt. Auf zur nächsten Welt.
Wir am liebsten diese Welt hier direkt schaffen, damit wir so pro Part eine Welt oder so schaffen. Das wäre perfekt. Ja, die nächste Welt wäre hier oder da oben, glaube ich, ne? Gehen wir da, wo die niedrigere Stufe ist. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche niedrige Stufe hat. So. Dann 1, 2, 3 hier rein. Palast der Träume. Ja, da sieht's doch schön aus. Oh, schön. Castle of Dreams, Palast der Träume. Now, Jack, what's all the fuss about? Somebody new in the house. Somebody never saw before. Oh, a new friend. Where is he? In a trap trap down the stairs. Oh, dear. Wie konnte das denn passieren? Und wer könnte das wohl sein? What is going on? Somebody tell me how I got so small. Was? Wenn so locker durch die Gitterstäbe, nennen wir sie mal so. Don't be afraid. Oh. How interesting. I've never seen a mouse like you before. Mouse? Jack, you better explain things to him. Oh Gott. Der ist irgendwie gruselig. Ich glaube nicht, ob ich Cinderella je geguckt habe. Ich meine, ich weiß, worum es geht und so, aber... Oh well, time to get to my chores. I'll see you in a little while then. Wow, I guess she's got her hands full. Just work, work, work. Step money keep a Pinderelli busy all day. She didn't seem to mind much though. No, not so Pinderelli. She work hard. Got a dream, big dream. Dream gonna come true. That sounds like somebody I know. Being a Keyblade Master is all I've dreamed about. Hey, maybe you can help me find him. His name's Terra. You seen him? No, no. Never saw Terra before. Oh, well. It was worth a shot. Come on! Follow me! Gotta see the house! Hey! Ich habe voll wichtige Sachen zu tun und so. Okay, wer hat von Cinderella? Oh, ich bin nochmal zurück. Boah. Ich habe neuen Angriff, neue Deckkapazität, höhere Deckkapazität. Werde ich ausnutzen. Und das ja, ja, ich kann auch, soll mir mal neue Angriffe herstellen, aber im Moment brauche ich das noch nicht. Aber was ich brauche, ist mehr Sachen. Sturmlauf, was weiß ich. Ja, Kommandofusion, da kann ich Sachen fusionieren, aber dafür habe ich noch zu wenig Sachen, deswegen lassen wir halt erstmal. Hier links ja Schneewittchen, ne? Ich vielleicht mal einsetzen Feuerbrunst, wenn man Feuer Sachen erstellt einsetzt. So, ist das Ding stärker? Ja. So.
Gott, Berichte, lass mal. Nein. Er will irgendwie manchmal nicht hochspringen. Schneewittchen! Tauch auf! Oh, aufleveln, die Dinger. Alter, ist eine Truhe. Doof. Ist so komisch, dass ich hier nur so tief springen kann im Moment. Was ist da denn an? Hier hoch. Warum geht da manchmal nicht? Ich verstehe nicht. So, ja, die Link läuft da jetzt nicht ab, oder? What's that? Schloss. King's Palace. Gonna be a big ball tonight. Schloss Disney. Is Cinderella going? I don't know. Huh? Hello, you two. Have you become friends already? Oh, that's wonderful. You sure look happy, Cinderella. I'm going to the royal ball tonight. I guess dreams really do come true. Cinderella! My dress will have to wait. Cinderella! Cinderella! All right, all right. I'm coming. Poor Cinderella. She not go to the ball. Why not? You see. They fix her. Work, work, work. She'll never get a dress done. Say, got an idea. Vin, Vin, help her, Jack. With what? Cinderella dress for the ball. But what do we need to get? Work around the house. Lots of pretty, pretty things. Okay, let's do it. I'll go find whatever we need. After what der Typ sagt, verstehe ich überhaupt nicht. You get things set up here. Zuck, zuck. Zuck, zuck, what? Rusafi. Rusafi? Rusafi, a cat. Meanie, sneaky. Jump a two, bite a two. Gotcha. Okay. Katzen, das sind meine Erzfeinde, ja. Brauchen noch weiße Schleife, weiße Spitze und weißen Knopf. Und rosafarbenen Stoff und rosafarbenen Faden. Fünf Sachen. Ich finde das schon, aber das sagt mir sprechende mysteriöse Maus. Die Klamotten dann hat. War. Okay. Sollen wir vielleicht gucken, ob ich hier was kaufen kann. Wie zum Beispiel das hier, Vita, her damit. Das ist höchste, oberste Priorität im Moment. So. Jetzt werde ich mir nicht mehr Gedanken machen um... Oh Gott, dauert das lange bis hat. Aber ich werde auch nicht ununterbrochen getroffen, ja. Also... Das ist nicht schlimm. Fabulous öffnen von Truhen. Da rein komme ich glaube ich nicht ran, ne? Das Problem ist in dem Spiel, also ist nicht Problem des Spiels, aber Problem ist, der rechte Analogstick ist übelst sensibel. Mein PS3 Controller, ja, ist ein bisschen schon so verschrottet. Also der rechte Analogstick ist so ein bisschen locker. Deswegen wundert euch nicht manchmal, wenn die Kamerafahrten so komisch sind. Das liegt daran, weil ich den wieder ausrichten muss hier in die richtige Position. Und ja, ich muss die ganze Zeit hier hin und her mit den Fuchteln, damit er wieder normal ist und nicht irgendwie sich am Umdrehen ist. Ich habe jetzt zum Beispiel Täubungsklinge, das ist auch nicht schlecht. Ich muss die Angriffe erstmal aufleveln, damit ich irgendwas machen kann. Das muss ich auch drin lassen. Später wird das alles viel einfacher, jetzt dauert das noch Ewigkeiten. Mach ich nur weil ein, zwei Gegner und ach, ich merke gerade, der D-Link ist wieder weg. Und ich kann ihn nicht machen, weil ich voll ab. Ja.
Ich weiß nicht, ob ich die alle kämpfen soll, ja. Würde irgendwie meine Tradition hier Kingdom Hearts Spiele ein bisschen zunichte machen. Feuerbund, Feuerbund. Feuersalbe. Oh gut, das ist hier. Das hier. Ja, ja, wenn man die Räume wechselt, dann gehen die Mannesziele weg. So. Was für ein Zitat ist? Nee, Feuerbund. Feuer eingesetzt. Ist nur ein paar Sekunden näher, also. Und den D-Link kann man immer nur einsetzen, wenn er voll ist, ne? Also. Machen wir mal. Ja, kann manchmal ein bisschen dauern, das zu laden. So, pennt. Oder eigentlich auf die dicken Dinge. Ach, der Cloud Bat, geil. Wow. Schon krass, was die, was er drauf hat, ne? Wieder zu Sora am Anfang. Pennt. Oh, ich mach mal klauen, Mann. Oh Gott, der Schaden. Ich habe nicht so was wie Dingens. Ah, kann ich jetzt auch einsetzen, sehr gut. Kann mein Heilding nicht einsetzen. Da kommt er. Zack und zack. Level up, sehr gut. Mein Gott, wie lange? Müssen wir ja kämpfen. Big Bass. Los, glaube ich nicht mehr, aber egal. Felix zu Cloud. Na, komm her. Gehen wir mal irgendwie so ein Auflevel-Ding hier. Ah, Vita ist Auflevel. Wie viele Gegner kommen hier noch? So, das war's. Noch ein Level up, was? Ich habe zwei Level ups bekommen? Wie das denn? So, hahaha. Weißer Knopf. Ja, mit Sturmlauf kann man so ein paar Sachen ja erschießen. Zum Beispiel da. Deswegen ist Sturmlauf immer gut zu haben. Das ist am Boden irgendwas. Geht weg. So, zwei Sachen habe ich schon mal. Da liegt noch was Weißes. Haben wir bestimmt, ne? Und dann noch zwei rosane Sachen, ne? Das hat zum Beispiel. Ich glaube, wir liegen gut in der Zeit hier. Der für diesen Partner reichen. Wenn nicht, dann mache ich das als so lange, bis wir hier verdammt noch mal die Welt schaffen. Das ist ein bisschen geordneter halt. So. Ha. Alles hier drin? Hier draußen meine ich. Ja, eins muss doch im Mauseloch noch sein, ne? Bevor wir uns da reinziehen, ich noch gucken, ob ich hier alle Schätze und so weiter alles finde. Also zum Beispiel, nein. Oh. Ich muss glaube ich noch mal in die letzte Welt zurück, weil da glaube ich auf der Wiese noch irgendwie
eine Truhe ist oder so, glaube ich. Ah. Da haben wir nichts. Warte. Ja. Springt so niedrig, ne? Warte mal, hier wollte ich, glaube ich, noch nicht hin. Warte mal, da geht's lang. Hopp. 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 Nein. Nein. Boing. So, jetzt nochmal. Da meine ich. Ja, schon wieder nicht angekommen. Ich glaube, da muss ich raus, ne? Das kann ich auch drei drücken, wie blöd. Und als ich aus Versehen Altank verwende, das habe ich Vita, das kann ich euch verbrauchen, das ist ja kein Problem. Nein! Oh. Frisst Arzt Velocitatis Käse. Dann brauche ich noch einen Gegner. Das ist der letzte Teil, was ich sammeln muss. Aha, geht weg. So, irgendwo war da was. Oh, die möchte ich gerne erledigen. Weil die hinterlassen Sachen, die wir brauchen irgendwann. Da will ich noch mit 3-4 Schlägen oder so kaputt hauen, können die uns sehr viele Sachen hinterlassen. Ja, irgendwo hier war doch was. Wollte ich immer her. Die habe ich immer irgendwie übersehen, glaube ich. So, ich will einfach weiter. Tut mir leid. Oder hoch, Mann. Ja, da komme ich. Da könnte ich vielleicht hochkommen irgendwann, aber egal. Ach, hier kommt man so hin. Okay, da will ich nicht hin. Allein. Nicht, wo wir mal höher springen können, also was. Ich wollte nicht da. Ich wollte nicht den Streichholz angreifen. Ich wollte dahin sprinten, wie sonst was. So, hier muss der letzte Teil sein, oder? Da könnte ich auch mit Sturmlauf hinkommen, aber... Ja. Voll über. Das ist der letzte Teil, weil ich sammeln muss. Aber nein, ich glaube, ich bin falsch. Ich mache das hier alles in einem Part noch. Warte mal, was? Wie komme ich denn? Was? Bin ich näher? Hab ich schon alle Sachen? Nee, ne? Was fehlt mir noch? Oder habe ich schon alles? Habe ich hier schon wieder vollkommen falsch. Ja, analog, ne? Was ist der letzte blöde Teil, was ich sammeln muss? Komm, zeig mir den Weg. Ein Item müssen wir später halt holen. Ich glaube, da ist sogar was sehr Gutes drin. Ich glaube, sogar so eine Multifokus-Fähigkeit ist da drin. Richtig irre. Er hat schon wieder gemacht. Ja. Ich berühre meinen Analog-Stick jetzt überhaupt nicht.
Genau, meine ich. Der Controller ist schon so ein bisschen Schrott, also. Aber trotzdem nicht, wo er letzte Dingen ist. Ach, hier, oder? Da oben noch irgendwas. Ich werde erstmal einsammeln. Da werde ich irgendwie zu den Jacks hin teleportiert. So, her damit. Ah, ich wusste es. Deswegen habe ich das zuletzt eingesammelt. Okay. Noch mal raus. Boah. Ja, ist aber auch ein schneller Angriff, ne? Da, hopp. Und hopp. Ich hab schon zwei Level bekommen, das reicht mir. Ich weiß immer noch nicht, wie ich die alle im einen Kampf bekommen habe. Dadurch ist die Perle direkt vor dem blöden Garfield-Typen. Oh. There it is. Ah, Kinderspiel. Oder? Look out, Rusafi! Flurry, flurry, bang, bang! Das ist die gleiche Bosskampfmusik von den Disney-Gegnern aus Kingdom Hearts 2. Hat Sinn gemacht. Mehr, du Riesenkatze. Jetzt wirst du schön, wie nennt man das, gepettet. Ja, wie heißt er in Deutsch? Das ist eine gute Frage, ne? Dann in Haustier, deswegen weiß ich das nicht. Ja, das Feuer. Das Sturmlauf. Das Feuersbrunst. Keine Katze nur so hoch springen, ehrlich. Ah. Komm her. Und frisst das. Mein Gott. Was ist mit der los? Denn das erzählen. Aber jetzt sind die Gegner noch relativ easy. Oh ja. Geht mit beim optionalen Boss hört das auf. Naja. Mein Gott. Ich hab die Katze verkohlt. Ha. Es gibt gegrillte Katze heute zum Abendessen. Und Diamantensturm haben wir gelernt, genau. Diamantensturm. Oh, that's a big thank you. No thanks needed. You saved me before, so I saved you. That's what friends do, right? Nur deswegen. Ach so, ja. Now, let's get that dress finished.
Okay, ich fliege so ein bisschen um das Kleid herum und mach das fertig. Ah, schön. Oh well, what's a royal ball? After all, I suppose it would be frightfully dull and boring and completely, completely wonderful. Cinderella! Is that my dress? Yes, it's a present from us. Now you have a dress for the ball. Why, it's such a surprise. Flurry, flurry! Time to go, Flitterbelly! Oh, thank you. Chuck-chuck, hope of Flinderelli dream come true. What's up, Inventory? Huh? I wonder. Being a Keyblade Master is all I've dreamed about. Well, you're not the only one. I know. You, me, and Ven all share the same dream. Funny. I'd never really thought about it. At least until you asked me. My dream is to become a Keyblade Master. Hope a Ven dream come true, too. Was ist dein Traum? I just need to keep on believing. Right? Zuck-zuck. Zuck-zuck, genau. Wahrlich Zuck-zuck. Cinderella, Dimensionslink und Punkt Mitternacht, was glaube ich nicht so ein gutes Schlüsselschwert ist. So, haben wir halt auch in einem Part geschafft. Dann können wir jetzt ab jedem Part so eine Welt machen, ne? War doch perfekt. War noch nicht mal durchgerusht oder irgendwie sowas. So, komm mal, bei das machen wir irgendwann sehr viel später wahrscheinlich. Mal schauen, aua. Ich würde jetzt aber erstmal sagen, ich beende den Part hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Welt. Und zwar das verwunschene Reich. Ich muss noch ein paar Schätze hier aufsammeln, habe ich so das Gefühl. Wird vertagt. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play. Kingdom Hearts, Birth by Sleep, Final Mix. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen. Das würde mich sehr freuen. Und den Kanal sowas von weiterhelfen. Ich sage das nicht zum Spaß, ich meine es auch. Und ja, in dem Sinne, ciao, bis zur nächsten Folge.